So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es so langsam los mit dem Zusammenbau von der Limo, beziehungsweise wir gucken einfach mal, wie wir so anfangen. Aktuell, also ein paar Themen für heute sind, aktuell ist das Auto komplett frei von jeglicher Dämmung und noch frei von jeglichen, ich sag jetzt mal, Verschlüssen. Das heißt, hier sind noch überall Löcher drin, wo wir auf den Boden gucken können. Das kann natürlich so alles nicht bleiben, das muss alles ein bisschen modifiziert werden. So, punkto Dämmung, jetzt wo wir das Auto maximal leicht haben wollen, bleibt das natürlich auch so, bis auf eine einzige Sache, die ich auf jeden Fall wieder einbauen werde. Und das ist genau diese Matte. Diese Matte kommt, das ist quasi die, ich sag jetzt mal, Schutzmatte zwischen Motorraum und Innenraum. Die hat zwei Funktionen, die ist einmal natürlich so dick wegen Geräusch und dann wird die natürlich auch noch ganz gut Wärme vom Motor wegnehmen. So, das tut zwar in der Seele weh, aber diese Matte muss da wieder rein. An der Stelle nochmal vielen Dank an Vince, der tatsächlich noch so eine gut erhaltene Matte da hatte, weil die sind natürlich normalerweise Katastrophe. Waage haben wir auch da zufälligerweise. Ja, Waage, wir sind hier in Langenhagen, haben wir zufälligerweise auch da. Ach, das ist ein Traum. So, 2,75 Kilo. Ist nicht wenig, aber die müssen da auf jeden Fall rein. So, Schuhe ausziehen. Wird nicht das letzte Mal sein. Da wird man ständig, also ich bin zumindest einer, der bei so frischen Innenraum immer lieber in Socken reingeht. So, diese Matte kommt hier drauf. Das ist eigentlich das allererste Teil im Innenraum. Und das liegt hier wirklich komplett, liegt die an der Spritzwand. Stufenholzen. So. Also wenn du jetzt anfängst, den wirklich final zusammenzubauen, ist das auch so mit das erste Teil, sagst du, was reinkommt? Ja. Das wird das erste Teil sein, was da reinkommt. Weil es halt einfach auch als erste Schicht einfach drin kommt, ne? Ja. Aber man hört halt wirklich, das ist sowohl, das wird sowohl geräuschmäßig als auch thermisch was bringen. Jetzt ist folgendes, ich bin jemand, oder ich denke mal viele von euch auch, wenn ihr so ein Auto oder so einen Motor selber zusammenbaut, hört man ja jedes Geräusch. Gefühlt ändert sich das jeden Tag, es klingt jeden Tag anders. Und gerade deswegen bin ich der Meinung, ist diese Dämmung einfach für den Kopf wichtig, weil wenn du später jeden Tag irgendwelche neuen Geräusche von dem Motor hörst und der Motor macht viele Geräusche, weil wir reden von einem gradverzahnten Getriebe, wir reden von mechanischen Nockenwellen, Turboladern und, glaube ich einfach, ist es unterm Strich fürs Gewissen einfacher, dass man so ein bisschen Dämmung von vorne hat und einfach wieder ein schönes Auspuffgeräusch oder eine schöne Geräuschakustik im Innenraum erzeugt und nicht einfach nur ein maximal laut dröhnendes, ratterndes Auto hat. Ne? So, deswegen muss diese Matte da auf jeden Fall rein. Zweifelslos. Pflicht. Definitiv. Ja, klingt gut. Die kommt und wird rein. Die 3 Kilo sind es mir auch definitiv wirklich wert, weil ich glaube einfach, die Kombination ist definitiv wichtig. Habe ich auch mit vielen drüber gesprochen. Einige haben natürlich gesagt, auf jeden Fall raus, aber ich bin der Meinung, da lassen wir ruhig ein bisschen Akustik im Auto drin. So, wo geht's jetzt weiter? Als nächstes würde der Punkt Gebläsekasten kommen, der dann hier vorkommt. So, jetzt ist ja die Sache, wir haben die Klimaanlage an dem Fahrzeug ausgebaut. Das heißt, vorne am Motor gibt es eh keine Klimaanlage mehr. Somit war mein Gedankengang, dass wir diesen Klimakühler, der hier drin ist, eigentlich auch nicht mehr brauchen. Heizung, Basics, funktioniert immer folgendermaßen. Wir haben einen Wärmetauscher und eigentlich einen, übertrieben gesagt, Kältetauscher. Das heißt, einmal wird die Luft erwärmt, einmal wird die Luft gekühlt. So, die Luft, die ihr ansaugt, geht hier durch. Das ist eigentlich der Teil, der in den im Motorraum steht. Jetzt gerade ist die Klappe hier drin zu. Das heißt, jetzt gerade ist quasi Umluft eingestellt. Das heißt, er kann entweder mit Klappe auf vorne aus dem Motorraum saugen, beziehungsweise aus dem Wasserkasten oben.
Oder wenn Klappe offen ist, saugt er unten aus dem Fußraum. Das ist dann dieser Umluftknopf, den ihr alle drin habt. Dann könnt ihr einfach von unten ansaugen. Zum Beispiel, wenn es draußen stinkt, wenn es qualmt, wie auch immer, Knopf zu, dann geht die Klappe zu und ihr saugt von unten. So, das heißt, die Luft, hier sitzt der Motor drin. Luft wird angesaugt, geht immer durch den Klimakühler, unabhängig ob Klimaanlage an oder aus ist. Die Luft muss hier einmal durch. Anschließend hat man auf der Seite wieder Klappen und man zwingt die Luft entweder hier durchzugehen, durch den Wärmetauscher. Das heißt, wenn ihr eine Heizung anmacht, geht die Luft auch im Winter durch den Klimakühler, anschließend aber nochmal durch den Wasserkühler und geht dann in den Innenraum. So, jetzt war mein erster Gedankengang, das muss ja leichter gehen, und habe einfach mal eins von einem Auto ohne Klimaanlage bestellt. Der sieht dann folgendermaßen aus. Das heißt, Luft wird angesaugt und geht einfach direkt durch den Kühler im Innenraum. Das Ding wird auch deutlich leichter sein, aber folgendes Problem. Das Auto gab es nur mit Klimaautomatik in der Mittelkonsole. Dieses Modell gab es logischerweise nicht mit Klimaautomatik, weil, wie der Name schon sagt, Klima. Das heißt, da hat man noch so diese typischen Drehschalter in der Mittelkonsole. Das heißt, ich kann diesen Kasten nicht übernehmen, sondern wir müssen den modifizieren. Weil ich einfach natürlich das Klimabedienteil so behalten will. Und man sieht halt hier von unten die ganzen elektrischen Stellmotoren. Ja. Das ist natürlich bei der 4-Facelift-Variante ohne Klima anders. So, in Summe ist das Ganze natürlich schwer. Wir lieben das mal. So, wir machen ja irgendwie mal Trick. Wir nullen einfach mal mich heute. Gab es doch heute Mittag wieder McDonalds, wa? Nee. So, der Gebläsekasten wiegt in Summe 8 Kilo. Jawohl. Unmodifiziert. Diese 8 Kilo müssen wir leider auf jeden Fall in Kauf nehmen, weil ohne Gebläse, ohne Heizung fahrt ihr mit dem Auto keinen Meter. Ihr fahrt los, die Scheiben beschlagen, haltet an, wischt rum und so weiter. Das ist wirklich Gewicht, was definitiv leider wieder rein muss. Ich glaube, wir können aber noch ein paar Kilo rausholen. So, das heißt, mein Plan ist jetzt, diesen Kühler, der hier drin sitzt, rauszunehmen. Der wird auch relativ massiv sein, weil die Klimaanlage funktioniert ja mit Überdruck. Das heißt, das wird nicht nur einfach ein Kunststoffkühler sein, sondern ein Alukühler. Das heißt, wir machen jetzt das ganze Gehäuse auf. Das heißt, wir müssen alle Spangen wegnehmen, müssen mit den Stellmotoren und so weiter aufpassen und ziehen am Ende den ganzen Klimakühler raus und stecken das Ganze wieder zusammen. Zusätzlich müssen wir natürlich die beiden Anschlüsse einfach mit so einem kleinen Gummikonus hier zumachen, dass die Luft, die hier durchgeht, nicht hier rausgeht im Motorraum, sondern wie sie soll da durch. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr das schon mal zerlegt habt, macht euch auf jeden Fall einen neuen Wärmetauscher hier rein. Den gibt es von Nissan, Bär, Febi, haufenweise Hersteller, kosten Apple und Ei. Und ich sag euch, wenn der irgendwann mal undicht ist und platzt, ist der ganze Innenraum voll mit Kühlwasser. Es qualmt, es stinkt, es ist feucht. Nicht für 10 Euro oder 20 Euro, dann lieber immer, wenn ihr es eh schon mal einmal draußen habt, neuen reinstecken und dann habt ihr wieder Ruhe. Plus die Dinger brechen auch ganz gerne mal ab. Deswegen lieber da einen neuen rein. Ja. So. Besser als Kopfschmerzen. Wir zerlegen das, ziehen den raus und ich denke mal so 1-2 Kilo gehen da auf jeden Fall, die wir dann am Ende nochmal sparen. Und dann haben wir auch diesen Kasten maximal leicht, weil der kommt dann nämlich als nächstes da rein. Quasi direkt davor, ja? Ja, der sitzt hier drin, hier durch, saugt er an und geht dann da so rüber. Okay. Jetzt ist allerdings ein Punkt, bevor wir uns mit dem Thema Teppich beschäftigen können, müssen ja diese ganzen Öffnungen noch zu. Zu überlegen, haben wir da irgendwas vergessen? Nee. Das ist soweit geklärt. Die ganze Öffnung muss hinzu. Da habe ich mal nette Fanpost bekommen. Also echt geil, wie manche Leute sich mit dem Ganzen beschäftigen. So, Stefan hat uns geschrieben, hat ein Musterpaket zugeschickt mit, ich sag mal, aktueller Technik, wie man solche Löcher verschließen kann. Das heißt, normalerweise kommen hier in jedes Loch kommt immer ein Gummistopfen. Das heißt, da wird immer ein richtiger Gummideckel reingedrückt. Und das ist natürlich schwer und da gibt es mittlerweile neue Möglichkeiten. Ich denke, damit sparst du noch ein paar Gramm mehr als mit der Serienlösung. In dem Paket enthalten sind für den Motorraum alubeschichtete Rundlinge. Guck mal. Was werden diese sein? Ach krass. Die sind quasi zum Aufkleben. Doppelseitig.
Alu-Reflective, weil halt Motorraum, man will die Wärmestrahlung im Motorraum lassen und nicht im Innenraum lassen. Deswegen sind die nochmal so Alu-beschichtet. So, diese können wir jetzt an alle Öffnungen, die es hier so gibt, draufkleben. So, wir reden jetzt in erster Linie erstmal von den Öffnungen zum Innenraum. Dieses Loch hier, wo wir da gerade sind, das ist das Loch, wo früher die Klimaanlage jetzt rausgekommen wäre. Das heißt, hier wären die Klimaleitungen durchgegangen. Das fällt natürlich weg. Und da gibt es tatsächlich, habe ich mich richtig für gefeiert, da gibt es tatsächlich im Teileprogramm einen Verschlussstopfen für. So, bin ich immer wieder das Teileprogramm durchgegangen. Hier seht ihr das Klima. Wie immer. Klimagerät. Und da. So, und hier seht ihr die 53. Ist tatsächlich ein Verschlussdeckel. Das ist dann für Fahrzeuge ohne Klimaanlage. Da gibt es tatsächlich von VW einen Deckel, den man da einfach reindrückt. Fertig. Könnten wir jetzt natürlich auch so ein riesen Ding drüber kleben. Aber da auf der Größe sieht das schon cooler aus, wenn man da einen originalen Gummi-Verschlussdeckel hat. Ja, aber so kleinere Öffnungen, wie ich sag mal als Beispiel hier sowas. Lass mal überlegen, hier ist Bremse, das ist zum Beispiel Kupplung, klar, da werden wir jetzt was reinmachen. Der hier oben, das könnte zum Beispiel bei manchen Fahrzeugen der Gaszug gewesen sein. Da können wir jetzt einfach hier so ein Nupsi draufkleben und schon ist das Ganze verschlossen. Ganz einfache Nummer. So, das ist Punkt 1. So, weiter geht's. Für sensible Stellen im Unterboden, welche in Grau, die auf Durchstoßsicherheit getrimmt sind. Das werden die hier sein. Guck, die sind auch gleich ein bisschen größer. Das heißt, die sind jetzt einfach ein bisschen... Die sind auch gut dicker, ne? Ja, also nicht dicker als die nicht, aber sie sind immerhin noch so, dass es nicht so einfach... Die können schon was. So, das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel so ein Loch haben, können wir das Ding da einfach draufkleben. Und fertig. Jetzt ist nur die große Frage, ich bin mir nicht sicher, was wir mit der Gegenseite machen. Also klar, das Auto wird eh kaum Regen bekommen, aber ich weiß nicht, ob das nicht gedacht ist, dass das geklebt wird, also auf jeden Fall von beiden Seiten. Und dann am Ende noch mit, als Beispiel mit unserem Steinschlagschutz überlackiert wird. Mhm. Also normalerweise werden die Deckel mit lackiert. Steinschlagschutz ist ja das Zeug, was hier im Radhäusern war. Was Chris hier aufgetragen hat, ganz dünn. Da müssen übrigens auch überall Deckel drauf. Hier geht der Kabelbaum durch, hier nicht. Aber hier kommen auf jeden Fall auch überall Deckel drauf. Die lassen wir teilweise noch offen, weil das Auto natürlich noch Hohlraum konserviert wird. Das heißt, da muss noch ein Wachs rein. Aber halt, da sieht man mal, wie viel das dann doch noch alles ist, weil das muss alles definitiv verschlossen werden. Jetzt eine Frage an euch oder an Stefan. Was machen wir mit der Gegenseite? Ich könnte mir vorstellen, dass man auf die Gegenseite entweder das gleiche nochmal klebt oder so ein bisschen Alu-Tape oder wie auch immer. So, aber auf jeden Fall schon mal extrem cool. So muss ich nämlich nicht alle Plastikdeckel bestellen. Und ich vermute mal nämlich auch, dass es alle gar nicht mehr geben wird bei VW. So, und zwei ganz dünne Polyester, um an nicht so sensiblen Stellen richtig Gewicht im Vergleich zu Gummistopfen zu sparen. Das müssen dann diese sein. Genau, das sind dann so richtig dünne Lappen, kleben allerdings auf wie Sau. Ich behaupte sogar mal, bei mir würde es sogar reichen, diese hier überall hinzukleben. Ja, da können wir uns auf jeden Fall mit austoben. Vielen Dank an dieser Stelle. Das werden wir auf jeden Fall machen und werden alles damit zukleben. Jetzt geht's weiter. Dieser Träger kommt am Ende bzw. gleich als erstes in das Auto so rein. Der ist aus Aluminium, wie man schon an den Schweißnähten sieht. Das heißt, da können wir auch wirklich nichts dran sparen. Das ist schon ein relativ wichtiges Teil. Hier wird sowohl die Pedalerie als auch die Lenksäule angeschraubt. Das heißt, da ist auch gut Kraft die ganze Zeit hinter. Mit Sicherheit wird das auch so eine Art Domstrebe sein. Das heißt, die wird die beiden A-Säulen links, rechts miteinander verbinden. Das heißt, um den Träger kommen wir nicht drum herum. Der muss auf jeden Fall wieder rein. So, jetzt gucken wir mal, was der Träger liegt. Ja, 3,75 Kilo. Addiert sich halt in Summe alles. Ne? Aber der muss, wie gesagt, alles rein. Hier kommt am Ende kommt dann noch die Mittelkonsole dran. Hier kommt das Gebläse dran. Das ist in Summe so viel, da können wir wirklich rein gar nichts dran ändern. Der kann nur so, wie er ist, rein. So, jetzt letzter Punkt, Thema Teppich. Den habe ich damals tatsächlich in meiner alten Limo neu gekauft gehabt. Den gab es damals noch neu. Das war auch dann eine Reproduktion. Da war der Teppich ein bisschen weicher, der war nicht ganz so grob. Gibt es aber nicht mehr. Deswegen an der Stelle auch nochmal wieder vielen Dank an Vince. Der hatte tatsächlich noch einen, der wirklich fast
neuwertig da liegt für einen 20 Jahre alten Teppich. Das heißt, den können wir wirklich so wie er ist, einmal nochmal nass ein bisschen absaugen mit dem Nasssauger. Und dann läuft das auf jeden Fall. So, bei dem Teppich ist jetzt das Krasse. Das ist der zweite Punkt Dämmung. Also wir gehen dann von hier. Der Teppich liegt angrenzend bis zu der Dämmmatte. Das heißt, da bleibt dann kaum was über, was nicht gedämmt ist. Und jetzt ist nämlich das Krasse, wenn ihr euch den Teppich anguckt, der ist halt so richtig, richtig dick von unten. Oh ja. Das ist hier, wir reden hier von 5 cm. Und das ist genau das, was diese ganzen Steine immer dämmt, die von der Straße ins Rathaus reinfliegen. Weil das ist schon richtig dick. Und ich finde, der muss auch einfach rein in den Innenraum, weil der gibt halt diesem Blechkonstrukt irgendwie diese, ich sag jetzt mal, limousinenartige Form. Deswegen kommt da gar nichts. Ein bisschen Komfort muss auch noch sein, ne? Genau, das muss da definitiv rein. Das alleine fürs Wohlfühlen empfinden, muss da dieser Teppich rein. Ist wirklich schwer, einen guten zu finden, weil es geht schon damit los, dass fast jeder, der den Teppich ausbaut, ihn immer kaputt reißt. Weil die bleiben gerne an den Leisten hängen. Das heißt, wenn man den nicht wirklich vorsichtig rausnimmt, hat der ratzfatz einen Riss. So. Der muss auch rein. Wiegen wir auch nochmal, oder? Warte mal, muss ich immer wieder einmal Müll. Ja, wir sind hier bei 13,40. 13,40? Ja. Boah, ist jetzt nicht wenig. Also ist schon 13 Kilo, ist schon eine Menge. Ja, aber ich finde jetzt für so einen ganzen Teppich im Innenraum. Mit der Dämmung und so, definitiv finde ich das eigentlich auch okay. Ja. Weil da ist halt wirklich schon massiv Dämmung drunter. Man könnte jetzt anfangen. Wenn man es ein bisschen übertreiben will, könnten wir jetzt anfangen und könnten als Beispiel hier hinter den Teppich wegschneiden und legen nur den vorderen Teil rein und machen nach hinten so Clubsport extrem. Will ich aber auch nicht, dann wären es nämlich, was weiß ich, dann wären es 9 Kilo und 4,5 Kilo. Klar, 4,5 Kilo sind 4,5 Kilo, aber das war so ein Punkt, genauso wie Armaturenbrett und Türpappen, die gehören zu einem B5 einfach dazu. Ja, nee, der muss da definitiv. Ja, ich würde den auch komplett reinmachen. Ich sage ja, ein bisschen Komfort muss sein. Ist auch gleich ein ganz anderes Auto, wenn er. Ein bisschen wohlfühlen. So, okay. Ich würde gerne auf jeden Fall mal einmal Probe legen. Dass wir ein bisschen, schon mal wieder so ein bisschen B5-Feeling kriegen. Das kriege ich alleine nicht hin. Ich würde sagen, pack mal die Kamera irgendwo hin. Und dann hieven wir das Ding da mal einmal. Dann zusammen. Machen wir das eben. Jawohl. So, man könnte schon fast wieder sagen, wir machen gleich eine Probefahrt, ja. Wenn es nicht schneien würde. das ist das einzige Problem hier, glaube ich. Nee, das ist halt einfach das, was ich meinte. Guckt euch mal an bei dem B5, wie geil sich dieser Teppich hier so überall reinlegt. Das wird ja dadurch erst ein richtig schöner, glatter Innenraum. Ne? Deswegen ist das einfach Pflicht. So. Ja, der muss auch drin bleiben. Wie geht's weiter? Ich bereite den Kasten vor. Schamponiere den Teppich nochmal richtig, richtig durch, dann kommt der Teppich natürlich nochmal raus, dann kleben wir alles zu. Aber bevor der Teppich hier rein kann, muss auf jeden Fall hier so ein bisschen Lüftunggedöns noch rein und Kabel bauen. Kannst ja mal einmal nach rechts schwenken, vielleicht hat man es schon gesehen. Dieser massive Wüste, da muss ich mich auch noch mit beschäftigen, das kommt als nächstes, bevor der Teppich rein kann. Aber grober Ablauf. Kabelbaum, Teppich und schon kann es mit dem Innenraum massiv losgehen. Ne? Ich muss mich jetzt natürlich ein bisschen zurechtfinden, weil hier fehlen halt überall auch noch so einzelne Halter. So, ich suche mal ein bisschen in den Reservaten nach Teilen, wo die ganzen alle hin sind. Und danke fürs Zuschauen, würde ich sagen. Und im nächsten Video sehen wir uns dann mit dem Thema Kabelbaum.